Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zum Let's Play OMSI 2, der Omnibus Simulator. Ja, wir müssen ja noch den einen N in Krefrath fahren. 40 Minuten Tour wird das sein. Komplette Folge. Ich werde Linien demnächst nicht mehr trennen. Also nicht mehr unter der Linie Folgenbeendigung machen, so muss ich sagen. Folgenpause könnte sein. Aber natürlich wird die Linie am Ende als komplette Linie hochgeladen. Kurs ist 1. Ich wähle schon mal kurz eben den Nachtbus aus. Wir fahren im Uhrzeigersinn. Die Linie ist die 001. 0. Nein, 001. Und das Ziel ist... Keine Ahnung. So, jetzt muss ich gucken, wie ich das hier hinbekomme. Kurswechsel. Gehen wir einfach mal ein. Kurs 1. Aha. Linie 01 10. Kriege ich das hin? Nein. Linie 0, Ziel 0. Ja, das geht. So, und jetzt wähle ich den Umlauf nochmal aus. Kurswechsel 1. Also eigentlich brauche ich den 1N. Und das ist Nachtbus im Uhrzeigersinn. So. Dann wollen wir doch mal den Motor starten. 25 Minuten vorschalten. Ein bisschen Platz auf meinem Schreibtisch machen. Licht einschalten. Die Innenbeleuchtung einschalten. Und dann... Vorwärtsgang rein. Bremse raus. Und Haltestellenbremse raus. Und wir fahren mit einem Wuppertaler Repaint von der Wuppertaler Sparkasse. Also das ist die Stadtsparkasse und die haben so ein Repaint damals auf dem GN2 gehabt. Hallo. Sieht man vielleicht ganz gut, man kann das Sparkasse bestimmt noch lesen. Also Sparkasse. So fuhr der auch wirklich in Wuppertal rum. So, wir haben noch eine Minute. Jetzt spule ich nochmal eine Minute vor. So, und wir haben Abfahrt. Vielleicht sollte ich die Pfeile noch einschalten. Das wäre ganz hilfreich. So, rechts müssen wir hier. Gut, dann bleiben wir einfach hier stehen und warten jetzt darauf, dass grün wird. Und da wird auch schon grün. Da habe ich kurz mit meinem Ärmel irgendwie den Popschutz runtergeschlagen. Den musste ich kurz mal wieder dran machen. Ja, 48 Minuten geht diese Tour insgesamt. Und das wollen wir doch einfach mal ausprobieren. Danach sind wir dann mit der Linie 48 sind wir dann mit der Map
Krefrath vorbei. Oder sind mit der Map Krefrath fertig, so wäre es korrekt formuliert. Ja, dann sind wir mit Krefrath fertig. Und was dann als Map folgt, weiß ich noch nicht. Vielleicht Pforzheim. Vielleicht gehen wir auch auf irgendeine Überland-Map oder so mal. So. Beim Nachtbus ist klar, da wollen eher weniger Leute ein- und aussteigen an den Haltestellen. Das heißt, man fährt an den meisten durch. Nächste Haltestelle in Haselfeld. Bei uns in Wuppertal ist das sogar so beim Nachtbus. Man kann ab 0 Uhr dem Fahrer sagen, ich wohne zwischen Haltestelle so und so. Und so und so, und ich würde gerne dort und dort aussteigen. Und dann hält der da auch meistens und lässt einen dann kurz raus und fährt dann weiter. Das ist so dieser Service nach dem Motto, die Leute sollen den möglichst kurzen Weg haben. Nicht, dass die dann noch irgendwie überfallen werden. Das gibt's so zum Beispiel auch in Düsseldorf, meine ich zumindestens. Zumindest mit der Disco-Buslinie gibt's das, das weiß ich. Heißt nicht, dass ich da schon von Gebrauch machen musste. So, wir sind in Niederrad. Okay, keine einsteigen. Doch, da. Tatsächlich ein Kind. Ey, du bist doch viel zu jung, um jetzt noch mitzufahren. Was macht ein Kind wie du um diese Uhrzeit noch draußen? Verrückte Welt. Die ist doch maximal 13 oder so. So, wir stehen natürlich wieder an der Ampel. So, und es ist grün. Nächste Haltestelle, Erftstraße. Erftstraße. Oh, meine Güte, da wird einem ja schlecht. Sagen Sie mal, gibt's ja nicht. Können Sie mal ein bisschen ruhiger fahren? Ich fahre doch schon ruhig. So. Da hinten ist schon am Gleis. Wir warten noch bis grün ist. Was ich gerade vielleicht auch noch machen könnte. Nee, das machen wir an einer größeren Haltestelle. Da schalten wir dann noch Regen dazu. Hab ich die Ampel mitgenommen. Tatsächlich, da liegt sie. Habe ich aus Versehen die Ampel mitgenommen? Mist. Aber wenn wir schon hier stehen, kann ich auch ganz kurz Dämmerungsnebel anmachen. Jetzt dauert es erstmal, bis wir wieder Leute bekommen.
die mitfahren wollen. Wieder ein Bahnübergang. Man darf so lange mit Fernlicht fahren, bis man ein Auto sieht, weil das, die darf man nämlich nicht blenden. So. Gut, die Kreuzung haben wir gut genommen. Am Grubensee möchte auch keiner einsteigen oder aussteigen. Ach ja, wir haben ja auch niemanden mehr drinnen. Hier möchte sogar wer einsteigen. Eine Person. Hallo. Weiter geht's direkt. Na, ist schönes Wetter, oder? Schlechtes Wetter, meine ich. Ja, ist es. Und wo sind sie gewesen? Ja, ich war noch meinen Lover besuchen. Ach so. Ja. Ja, ne, kann man ja mal machen. Freitagabend. Ne, Freitagmorgens. Das Schlimme ist, beschwer dich niemals, wenn du die einzige Person im Bus bist. Das kann böse enden. Wedau Bahnhof. Nachtbus im Uhrzeigersinn. Hier wollen sogar wieder zwei einsteigen. Am Bahnhof war mir das irgendwie klar. Die sind halt jetzt ein bisschen außerhalb. Die hätten jetzt zwar auch mit dem Zug fahren können. Aber der Zug ist ausgefallen, der Nachtzug. Und deswegen müssen sie jetzt mit dem Nachtbus fahren. So. Nächste Haltestelle, Amtsgericht. Amtsgericht. Okay. Ja, möchte aber auch niemand ein- oder aussteigen. Bahnstraße. Möchten sogar zwei wieder einsteigen. Ist sogar das Original WSW Innenleben. Finde ich gut. So.
Vielleicht stellen wir mal wirklich auf ein etwas noch Schlimmeres ein. Gehen wir mal auf Schmuddelwetter. So. Das hier ist der passende Scheibenwischer. Und es wird grün. Und das Schöne ist, es bilden sich wirklich Pfützen. Hier habe ich mich, glaube ich, schon verfahren beim letzten Mal. Ich habe versucht, die Map schon mal zu fahren. Im Talk mit dem Ansgar von Nordrhein TV. Und ich habe aber festgestellt, dass meine Stimme von Fraps nicht aufgezeichnet wurde. Was mich am Ende sehr aufgeregt hat. Was ich auch ganz cool hier bei dem Bus finde. Dass Atron, hier das Busmenü, das Ticketsystem, das Atron, Atron Compact FR, das wechselt je nach Beleuchtung, wie hell die ist, und je nachdem wird eingestellt, oh, ich habe, glaube ich, vergessen da zu halten, da wollte jemand aussteigen. Das wechselt je nach Helligkeit in seinen Farbdisplays. Also jetzt dieses Blau mit der weißen Schrift ist nachts gut zu lesen. Und tagsüber ist das weiße Display mit blauer Schrift gut zu lesen. Beziehungsweise schwarzer Schrift. Und je nachdem, wie hell gleich ein Punkt ist, an dem wir stehen bleiben, darin wechselt dann auch das Atron. Wir halten jetzt mal hier in der Hafenstraße. Komm, steigen Sie aus. Weiter geht's. So, da hinten sehe ich schon wieder Pfeile. Nachtbus. Mit rechts abbiegen. Oh, nächste Halt ist Siemens. Ich glaube, der hatte sogar Vorfahrt. Das hier ist... Also ich mache den Führerschein noch nicht. Ich glaube, das hier ist Vorfahrt 8. Ich glaube, der hier hatte Vorfahrt. Weil eigentlich hätte ich Vorfahrt gehabt. Rechts vor links. Aber deswegen hatte er Vorfahrt, weil er Vorfahrtzeichen hatte. Mist, okay. Das heißt, der Unfall war... durchaus... meine Schuld. Aber sowas achtet man nachts irgendwie einfach nicht. Hier möchte wieder ein Kind zusteigen. Das heißt, wir betreiben hier sogar kurz Fahrgastwechsel. So. 0,0 Minuten Verspätung, das finde ich gut.
Am Fass. So. Ich glaube, die möchte sogar einsteigen. Würden Sie sich beeilen, Gnädigste? Hallo. Ja, gut. Hier wäre jetzt, glaube ich, der Wolfsee oder sowas gewesen. Auf jeden Fall. Da ist ein blaues Licht. Was macht es? Es leuchtet blau. Das war noch gelb. Ach, ich fahre halt nur schnell. Scheiße fahre ich nicht. Ich fahre nur schöne Busse. So. Heckenweg. Das heißt, wir beeilen uns wieder, dass wir noch ein bisschen Verfrühung aufbauen können. Sowas sieht man aber auch immer erst sehr, sehr spät, ne? Dass da so eine enge Kurve kommt. So, jetzt warten wir hier mal eine Minute. Das heißt, ich kann mir mal den Fahrplan angucken. Da ist er. Wir sind am Nordkamp. Oh, wir sind so gut wie auf der Hälfte der Strecke. Ah, interessant. Interessant. Weiter geht's. Wir wollen natürlich so schnell wie möglich mit der Tour fertig werden. Nächste Haltestelle, Fischelmarkt. Den Fischelmarkt kennen wir ja auch. Ja, da hat bei mir mal kurz das Telefon geklingelt. Das heißt, da hier gab es einen kurzen Cut. Das habt ihr wahrscheinlich an einem kurzen Sprung gemerkt, aber auch nur dann, wenn ihr das Video guckt und nicht nur, wenn ihr euch nur den Ton anhört. So. So.
Gut, jetzt fahren wir hier noch um die Kurve und schon sind wir aus dem Kreisverkehr raus. Mittlerweile kann ich Kreisverkehr einigermaßen, habe ich geübt, beziehungsweise irgendwann lernt man auch Kreisverkehr fahren mit dem Gelenkbus. So. So, wir warten hier mal. So, und wir haben grün. Das heißt, schnell hier rüber und um die Kurve. Rotinger Straße. Ja, da fühlt sich einer bestimmt geehrt. Der André Klebel. So. Nachtbus im Uhrzeigersinn. So, Rotinger Straße. Erotisch. Erottingisch. Die ist da hinten, die Rotinger Straße. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und wir haben grün. So. Krefrath. Ja. Ich habe das Gefühl, ich habe mich verfahren, aber ich weiß nicht, woher dieses Gefühl kommt. Nein, habe ich nicht. Gut. Oh, wir haben grün. Ja, man sollte nicht unbedingt checken, was die Kuh so geschrieben hat. Oh. Ja, ich bin Falschfahrer, ne? Geisterfahrer.
Der läuft da nur rum. Ehrenfeld. Wir fahren die Strecke natürlich nur im Uhrzeigersinn und nicht gegen den Uhrzeigersinn. Wie alle anderen tun, die sind wir ja auch nur in eine Richtung gefahren. So, mal kurz zwischengehalten, um ein paar Sekunden Verfrühung aufzuheben. Kiesgrube. Also jetzt hätte es mich ehrlich gesagt nicht gewundert, wenn die Leute gesagt hätten, boah, fährt der Scheiße. So, das kriegen wir hier auf jeden Fall hin. So, steigen Sie ein, junge Frau. Hallo. Hallo. Noch 19 Minuten. Noch 19 Minuten Tour vor uns. Da sind wir ein bisschen ausgerutscht. Ja, da waren wir tatsächlich ausgerutscht. Hm. Wilhelmplatz. Hier will jemand aussteigen, hier will aber auch jemand einsteigen. Hallo. So. Kickdown. So, hier will auch niemand einsteigen oder aussteigen. So. Nächste Haltestelle, Ehrenfelder Platz. Was mir mal so aufgefallen ist, ne? Wenn man jetzt schon wieder in die Einkaufsläden geht, sieht man überall schon wieder Spekulatius, Weihnachtssachen, Schoko-Weihnachtsmänner habe ich zwar jetzt noch nicht gesehen, aber überall Spekulatius, Dominosteine, ich habe sogar schon Weihnachtsdekoration gesehen. Und das, da denke ich mir dann, okay,
Ja, ne? Wir haben jetzt heute den, also wo ich das aufnehme, den 6. September. Das heißt, wo ihr das seht, ist der 7. September. Vielleicht, wenn ihr die Folge pünktlich zum, ich wollte jetzt schon sagen, zum Release guckt. Aber es ist ja praktisch sogar ein Release. Und wenn ihr die Folge zur Veröffentlichung schaut, ist es der 7. September. Das heißt, es sind noch 3 Monate bis Weihnachten. So, wir haben hier gerade richtig Speed drauf. So, und über uns eine Brücke. Dass hier kein Haltestellenschild war, macht mich verrückt und interpretiert mir, ich wäre falsch abgebogen. Stimmt das? Nein. Dann hält der Nachtbus einfach nur nicht dort. So, und schon haben wir wieder abgebremst und fahren mit dem, was in der Stadt erlaubt ist, und haben eine Verfrühung aufgebaut von 4,5 Minuten. Okay, die müssen wir jetzt hier auf jeden Fall abwarten. Quellenstraße. Okay. Güterbahnhof, das heißt, wir nähern uns langsam dem Hauptbahnhof. Wenn ich mal so auf die Zeit gucke, sagt er mir, dass wir noch 9 Minuten zu fahren haben. Komm, hier kommen wir doch auch mit Warnblinker rüber. Komm schon, die zwei lassen wir einsteigen. Hallo. Und weiter geht's. Wir sind der rasende Nachtfahrer. Der rasende Ritter, obwohl, nee, dann müssten wir ja so zwischen zwei LKWs herfahren.
Ja, ich hätte den hier auch hinten reinfahren können, wenn euch das besser gefallen hätte. DLE, der kommt aus Düsseldorf. Ich denke mir mal, aber das Spiel wird... So, ja, die letzte Fahrt war ja etwas, ja. Können Sie nicht vorsichtiger fahren? Na, ich sehe nur, dass da grün ist und gebt Gas. 5 Minuten, ach komm, die 5 Minuten hole ich mit meiner Fahrweise eh wieder auf. Nur am Kölner Hauptbahnhof, Kölner Hauptbahnhof? Krefrater Hauptbahnhof muss ich jetzt, wobei das jetzt aufholen so kurz vor Ende wird schwer. Was, am Hauptbahnhof will keiner einsteigen. Nächste Haltestelle, Kreuzkammer. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Naja, zumindest hat der Pfeil hier hingezeigt. Ja. So. Nächste Haltestelle, Wedauer. Oh, hier dürfen an beiden Stellen die Busse rein. Ich dachte, das hier wäre auch eine Einfahrt. Oh, das war ja grün. Das ist ja nur Grünzeug. Das war der Knickschutz. Komm schon, Wedauer Weg, das heißt, wie lang ist es noch? 1, 2, 3, 4, 5 Haltestellen. Komm. Da kriegen wir doch ganz schnell hin. Jetzt nochmal richtig Gas geben. Die Leute kriegen sonst ihren Anschluss an den Nachtzug nach Wien nicht. Oh. Aha, ich krieg also auch nicht mal mehr die Elektrik. Was hängt denn hier? Oh, ein Unfall. Ja. Das ist wieder Eriks Fahrweise. Nein, eigentlich ist das Harald. Harald lebt in mir weiter. Der schlechteste Busfahrer der Welt. Ab Folge 50 übrigens, ne, wird es nur noch ernsthafte um sie zwei Folgen geben.
Muss ich mein Ironieschild hochhalten? Nein, aber eigentlich sowas, wie ich es gerade gemacht habe, ist einfach nur, weil das ist eine 48-Minuten-Folge. Alleine das zu rendern und hochzuladen wird gleich ein Krampf. Und dann muss ich auch noch andere Sachen aufnehmen. Es fahren sogar noch welche mit. Huch, da ist das Licht ausgefallen. Nächste Haltestelle, weiter. Ich wollte nur mal kurz auf den Fahrplan gucken. Maiderfeld 116. Ja, Geldbus, ich weiß schon. Niemand ein und niemand raus. So. Ja, nächster Halt ist der Krefrath Ostbahnhof. Und damit wären wir einmal im Kreis gefahren dann. Da, jetzt habt ihr das mal mit dem Atron gesehen. Jetzt ist er weiß mit schwarzem hinten, mit schwarzer Schrift. Und jetzt dürfte er gleich... Und jetzt ist er wieder blau mit weißer Schrift. So, und wir sind hier am Ende. Das hier ist die Endhaltestelle. Hier lasse ich jetzt alle einmal aussteigen. Wir müssten jetzt alle aussteigen. Ja. Was ich jetzt schon mal machen kann, ist den Scheibenwischer ausschalten. So, einmal anhalten. Und das war's mit unserer Tour auf dem 1N. Ich mache jetzt noch mal kurz die Schriftzeilen aus. Das hier aus. Und gebe jetzt einfach nur noch und stelle mich jetzt so hier hin. Und denn das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal vom Let's Play OMSI 2. Bis dahin und bye bye.